Heinrich Himmler war ein deutscher Politiker der NSDAP, einer der Hauptverantwortlichen des Holocaust und nach Hitler der mächtigste Mann im Deutschen Reich. In diesem Video werden wir uns sein Leben von Anfang bis Ende in Kurzform anschauen. Da dieses Video ebenfalls eine Kooperation mit den YouTubern Ozzy und Must Know History ist, vergesst nicht auch bei ihnen vorbeizuschauen. Aber fangen wir mal an. Heinrich Himmler wurde am 7. Oktober 1900 in München in eine bürgerlich-katholische Familie hineingeboren. Als dann der Erste Weltkrieg ausbrach, begann Himmler eine Offiziersausbildung, welche er jedoch nie abschloss. Er kämpfte ebenfalls nicht aktiv an der Front mit, anders als wie es später die NS-Propaganda verbreitet. Als der Erste Weltkrieg dann 1918 endet, war die nationale Identität vollkommen zerstört. Deswegen suchten viele junge Menschen und Parteien wie die NSDAP diese bei den Germanen. Denn es verbreitete sich zu dieser Zeit der Mythos, dass es einst ein riesiges germanisches Reich gegeben hat, welches man nun wieder neu errichten will. Außerdem war die Suche nach Orientierung zu dieser Zeit sehr groß, genau wie bei Heinrich Himmler. Der nun als Hühnerzüchter tätige Heinrich Himmler engagierte sich nun von 1919 bis 1923 bei der Bayerischen Volkspartei. Nach seinem Austritt dort 1923 trat er dann in die NSDAP ein. Noch im selben Jahr beteiligte er sich außerdem am Hitler-Ludendorff-Putsch. Im Februar 1924 wurde er bereits Parteiredner in Nordbayern und trat am 8. August 1925 in die SS ein. Die SS oder mit langen Namen Schutzstaffel war eine nationalsozialistische Organisation, welche 1925 als Hitlers persönliche Leib- und Prügelgarde diente. In den folgenden Jahren stieg Himmler nun immer weiter und weiter auf. 1925 wurde er Reichsredner der NSDAP und Leiter der NSDAP-Propaganda in Niederbayern. 1926 wurde er der stellvertretende Reichspropagandaleiter. Ab 1927 war er dann schließlich stellvertretender Reichsführer der SS und Mitglied des Stabs der obersten SA-Führung. Nach der Absetzung Erhard Heidens wurde Himmler sogar 1929 Chef der SS. Himmler baute die SS zu einer effizienten innerparteilichen Polizeitruppe aus. Sein oberster Grundsatz bei der Personal- und Führungswahl waren stets seine rassistischen Vorstellungen, die bald den Geist der SS bestimmten. Bei der SS gab es zudem eine sogenannte Kultpflicht. Ganz oben standen dort germanische Riten. Denn, wie eben schon erwähnt, hatte man bei den Germanen eine neue nationale Identität entdeckt. Nach der Machtergreifung wird Himmler 1933 sogar Polizeichef in München. Seine erste Amtshandlung war die Errichtung des Konzentrationslagers Dachau und die SS wird zur Hilfspolizei und Kritiker des Regimes werden genau dort weggesperrt. Nach und nach schafft es Himmler dann, gesamtdeutscher Polizeichef zu werden. Und diese neue Macht, welche Himmler nun besaß, nutzte er, um Expeditionen in Südamerika zu finanzieren, welche nach dem untergegangenen Atlantis suchen sollten. Himmler glaubte nämlich, dass die Bewohner dort möglicherweise die Vorfahren der Germanen sein könnten. Ihr merkt also, wie besessen die Nazis, aber allen voran Himmler, bei diesem Thema waren. Dieses germanische Denken wirkt sich auch auf sein Privatleben aus. Denn neben seiner ersten Frau nahm er sich noch eine zweite, welche auch gleichzeitig seine private Sekretärin war. Bei den Germanen war es nämlich üblich, mehrere Frauen zu haben, und da der Himmler ja so ein riesiger German-Fan war, wollte er es natürlich dann auch machen. Als 1939 dann der Zweite Weltkrieg beginnt, organisiert Himmler mit Einsatzgruppen die Vertreibung von Hunderttausenden Polen und Juden. Ziel im Weltkrieg war es, die östlichen Völker zu versklaven oder umzubringen. Und man wollte natürlich auch die Juden beseitigen. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 überträgt Hitler ihm die polizeiliche Sicherung in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten. Damit wird er zum Hauptverantwortlichen der Endlösung der Judenfrage, der planmäßigen Deportation und Ermordung
der europäischen Juden. In den KZs lässt er außerdem Kriegsgefangene für die Kriegswirtschaft ausbeuten. Er verabschiedet zudem den Generalplan Ost, der die zwangsweise Vertreibung von Millionen Polen, Tschechen und Ukrainern nach Sibirien vorsieht. So soll dann auch die deutsche Grenze nach Osten verschoben werden. Jedoch geht es ab 1942 für die Nazis immer weiter bergab. Himmler, welcher ab 1943 sogar deutscher Innenminister war, versuchte vergebens mit Aushebungen die Armeestärke aufrechtzuerhalten. Gegen Ende des Krieges ist er ebenfalls Oberbefehlshaber von verschiedenen Heeresgruppen, jedoch zeigen sich vor allem hier seine fehlenden militärischen Fähigkeiten. Im März 1945 versucht er nach seiner Ablösung Kontakt mit den Westalliierten aufzunehmen. Als Hitler dann erfährt, dass sich Himmler dort als sein Nachfolger und möglichen Vermittler vorschlägt, entlässt er ihn aus all seinen Ämtern und will ihn verhaften lassen. Allerdings endet der Krieg schon wenige Tage später. Himmler gerät dann kurz nach Kriegsende in britische Gefangenschaft und begeht in einem Gefangenenlager in Lüneburg mit einer versteckten Giftkapsel Selbstmord. Das wäre mein Video zu Heinrich Himmler gewesen. Vergesst ebenfalls nicht, bei Ozzy und Must Know History vorbeizuschauen, denn bei denen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos ebenfalls Videos online gegangen, welche auch Personen des Dritten Reiches beinhalten. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert diesen Kanal. Und ich würde sagen, man sieht sich bei einem anderen Video wieder.